Ei, was bist du doch für ein niedliches Mädchen. Ei, was bist du doch für ein dämlicher Idiot mit einem noch dämlicheren Hut. Brütest du da drin Wachteleier aus, oder was? Was? Ich, Okay, das Argument zieht. War das arme kleine Mädchen denn auch immer artig und hat auf Papa gehört? Was heißt denn hier arm? Und was meinst du damit, dass ich immer artig auf Papa hören soll? Denkst du etwa, das kleine Mädchen ordnet sich widerspruchslos den patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft unter? Nein, das tue ich nicht. Hast du ein Problem damit? Ich? Wer ordnet sich wem unter? Aha, du blöder Spießer hast wohl den Hauptschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Vielleicht sollten wir dieses Thema erstmal ausklammern. Wie heißt denn die kleine Fee? Kleine Fee? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber wenn ich eine Fee treffe, frage ich sie gerne für dich, wie sie heißt. Nein, ich meinte dich. Ich wollte wissen, wie du heißt. Ach was, ernsthaft? Du bist zu schnell für mich. Ich kann deinen Gedankengängen einfach nicht folgen. Irgendwie verliere ich hier gerade an Autorität, glaube ich. Was gibt's? Eigentlich kann ich so brave kleine Mädchen wie dich nicht ausstehen. Ich auch nicht. Wer sagt denn, dass ich brav bin? Ach, bist du nicht? Du spielst Mama und Papa auch mal Streiche, sagst du? Blödsinn. Ich kann dir gleich eine streichen. Ich stehe längst über solchen kindlichen Verhaltensmustern. Zurzeit reflektiere ich über den bewaffneten Kampf zur Überwindung des Patriarchats. Und du, spießiger Pedant, siehst wie ein geeignetes Versuchsobjekt aus. Spießiger Pedant? Ich? Ich bin selten so beleidigt worden. Und das will was heißen. Du musst wissen, ich hasse selbstbewusste Frauen. Selbst wenn diese Frauen noch sehr jung sind. Dumm, aber ehrlich. Erstaunlich, da ihr Männer ja sonst eigentlich nichts anderes könnt als lügen. Was? Dumm? Ich? Soll ich dir jemanden holen, der idiotisch als Muttersprache spricht und es dir übersetzt? Dumm, wie Stroh oder Toast. Ich merke schon, ich habe dich nicht ernst genug genommen. Das tut mir wirklich leid. Das wird dir noch viel mehr leid tun, wenn wir Frauen erst an der Macht sind. Angela und Condoleezza sind erst der Anfang. Du stehst auf meiner schwarzen Liste. Was für eine schwarze Liste? Meine schwarze Liste für schwarze Taten. Wirst schon sehen. Bist du der Vater dieses liebenswürdigen kleinen Miststücks mit der Kappe? Ja, bin ich. Und offen gesagt, mir geht die Göre auch ziemlich auf die Nerven. Bis später. Wo steckt denn deine Mutter? Ich soll etwas für sie erledigen. Ach ja, du bist doch der Depp, der ohne Entgelt Bodengänge erledigt. Na, danke. Also, wo finde ich deine Mutter? Das sage ich dir nur, wenn du mir einen Gefallen tust. Von nichts kommt nichts. Von welcher Art Gefallen reden wir hier? Mathe-Hausaufgaben? Zimmer aufräumen? Quatsch nicht, blöd, Mann. So, und jetzt hör gefälligst zu, sonst kapierst du wieder nichts. Ich will meine schwarze Kappe wiederhaben, aber ein Kanickel hat sie mir geklaut und in sein Loch geschleppt. Du musst sie da für mich rausholen, damit ich nicht mit diesem roten Etwas auf dem Kopf rumrennen muss. Irgendwie lässt mich dieses Ding niedlich oder sowas wirken und die Leute meinen, sie müssten mir ständig den Kopf tätscheln. Ich hasse das. Einem Kanickel deine Kappe abnehmen? Das klingt einfach. Warum machst du das nicht selbst? Weil du genau der richtige Mann für den Job bist. Und jetzt komm mit, ich zeig dir den Kanickelbau. Hier ist der Kanickelbau. Da drin wohnt das Vieh, das meine Kappe geklaut hat. Na schön, mal sehen, ob ich rankomme. Was willst du schon wieder? Stehst du jetzt hier rum und wartest, bis ich deine Kappe habe? Nö, ich stehe nur rum und warte, bis irgendein Vollidiot vorbeikommt und mich in ein Gespräch verwickelt. Oh, und? Klappt es? Klar, siehst du doch. Und jetzt hol endlich meine Kappe aus dem Kanickelbau. Ein tolles Skateboard hast du da.
Weiß ich. Und wenn du jetzt fragst, ob du es dir ausleihen kannst, nur über meine krematorisch aufbereitete Leiche. Verstehe. Halten wir fest, unter gewissen Bedingungen, die eher unproblematisch auf mich wirken, ziehst du einen Verleih in Erwägung. Ich gehe besser. Bis dann. Okay, hier steckt also diese bescheuerte Mütze. Aua, aua! Verdammt, das Mistviech hat mich gebissen. Hätte ich mir doch gleich denken können, dass da was faul ist. Da brauchst du gar nicht so dumm zu lachen. Warte, wenn ich dich erwische. Ich warne dich. Komm mir zu nah und ich verteile harte Tiefschläge. Ach, egal. Irgendwann werde ich mich schrecklich rächen, du kleine Rotzgöre. Haha, ich warte drauf. Ich glaube, wenn ich hier irgendetwas ausrichten will, muss ich zuerst das Biest loswerden. Das Vierbeinige, nicht die Göre. Irgendeine Falle müsste ich haben. Was willst du schon wieder? Du kennst doch dieses gemeingefährliche Karnickel, oder? Klar. Vielen Dank auch, dass du mich vor dieser langohrigen Bestie gewarnt hast. Hihi, ich fand's lustig. Das findest du nicht mehr, wenn ich dir die Ohren langgezogen habe, bis du selber wie ein Killer-Karnickel aussiehst. Versuch's doch. Meine Tante Alicia hat mir gezeigt, wo ich Männern hinhauen muss, wenn sie mir zu nahe kommen. Ich warte nur drauf, es auszuprobieren. Bist du sicher, dass es deine Kappe noch nicht in kleine Fetzen gerissen hat? Nö. Schön. Der ganze Aufwand vielleicht nur für ein paar Stofffetzen, ja? Hey, du redest hier von meiner Kappe, klar? Männer können das nicht beurteilen, schon gar nicht Deppen wie du mit Hüten wie deinem. Was willst du schon wieder? Du darfst nicht denken, dass ich irgend so ein brutaler Kerl bin. Meine Tante Alicia sagt, Männer sind alle Schweine. Sie unterscheiden sich nur darin, dass sie sich durch lautes Gegrunze besser oder schlechter verstellen können. Du kannst es offensichtlich gar nicht. Ich bin eben, wie ich bin. Das tut mir ja auch leid für dich. Aber ich kann dir da auch nicht weiterhelfen. Ey, lass deine Griffel von meinem Skateboard oder ich trete dir in die Weichteile. Was? Also, wie kann ein kleines Mädchen nur so brutal veranlagt sein? So, du Mistvieh, komm raus und stell dich zum Kampf! Vergiss es, das Karnickel ist schlauer als du. Mach ruhig so weiter und deine letzten Milchzähne verabschieden sich bald. Ach ja? Willst du sie in deinem Hals stecken haben? Verdammte Kleine! Aber was mache ich jetzt mit dem Karnickel? Ich muss es irgendwie rauslocken, damit es in die Falle geht. Ah, das lasse ich. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich das Zeug reinhalte. Ich wette, das Vieh wittert Blut besser als jeder weiße Hai. Hab ich dich, du Mistvieh! Boah, du Held! Hast ein Kaninchen gefangen! Wahnsinn! Hol endlich meine Kappe daraus, sonst lasse ich das Vieh wieder frei, du Versager! Ich hasse sie! Was ist denn das? Das Vieh sammelt scheinbar die Ohren seiner Opfer! Hoffentlich hat es da drin keine Simon-Falle oder sowas. Das hier fühlt sich an wie Stoff. Sieht ganz nach einer schwarzen Kappe aus und da steht Death Metal drauf. Na, das passt zur Trägerin. Wobei, eigentlich finde ich sie ganz schick. Vielleicht behalte ich sie. Gefällt mir. Das glaube ich. Wer so eine bescheuerte Zipfelmütze wie du trägt, der sucht natürlich nach Ersatz. So, und jetzt gib her, sonst gibt's Ärger. Ich gebe ihr besser ihre Kappe. Irre und gewaltbereite Mädchen sollte man nicht unterschätzen. Toll.
Endlich habe ich wieder eine Kappe, die nicht aussieht wie aus dem Kindergarten. Dabei wollte ich dich eigentlich nur leiden sehen, du Spießer. Mein einziger Trost ist, dass Rache eiskalt am besten schmeckt.